Guten Abend, Tierfreunde. Heute Morgen habe ich euch auf Facebook erzählt, wie ich den neuen Asterix-Film fand. Und jetzt spiele ich mit Sunny. Mensch, ärgere dich nicht. Sunny, rot oder gelb? Na? Ich glaube, die will gelb. Hat sie gut entschieden. Ich wollte mich rot. Nee, daran kann es jetzt nicht mehr ändern. Du wolltest gelb, du kriegst gelb. So, wir spielen jetzt Nasenmäherregel, Sanja, sonst ist es viel zu schwer. Also du musst jetzt einfach nur in deine Richtung schieben und wenn du auf gelb bist, hast du gewonnen und ich muss jetzt normal spielen, weil du es ja schwieriger hast. Du fängst also auf grün an und ich drehe jetzt mal um. So. Ja. Und du musst deine Figuren einfach aufs Gelb schieben, okay, Papi? So. So kann man es natürlich auch machen. Guck mal, fast auf gelb. Ja, sie hat schon einen drin. Ja, Sunny. Zwei. Sunny, du hast zwei. Achso, ich muss mich ja ärgern. Habe ich ganz vergessen. Okay, Sunny, du hast immer noch zwei. Und ich muss jetzt auch nochmal würfeln. Okay. Und ich würfel jetzt. Eins, zwei, drei. Du würfelst jetzt und das entscheidet jetzt, wie weit du sitzen darfst. Nimm und würfel. Ja. Nur drei. Gut, Sunny. Dreimal darfst du schieben. Eins. Nochmal. Zwei. Drei, Sunny. Sunny, ein Gewinner. Ein Gewinner. So, Sunny, einmal darfst du noch schieben. Dreimal. Tja, ja. Sunny, du hast... Jetzt bin ich dran. Hallo, Schummel? Eins. Zwei. Wie sind jetzt Regeln? Sunny gewinnt oder was? Okay. Sunny sagt, sie darf jetzt... Na, wie oft willst du schieben? Ja, du musst auch mal. Komm hier weg. Ja, sie will fünfmal schieben. Sunny? Eins. Eins. Nochmal. Sunny schiebt. Zwei. Falsche Richtung. Drei. Sie hat gewonnen. Sunny hat gewonnen. Sunny hat alle vier nach Hause gebracht. Bis dann. Tschüss. Gewinner. Gewonnen.